Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen, endlich mal wieder zu einem neuen Unboxing-Video auf dem Kanal Sebuka Gaming. Herzlich willkommen und ja, heute mal wieder, oh, jetzt haben wir schon was gesehen, zum Unboxing. Wir wollen, das ist übrigens schon die zweite Aufnahme, weil Bord hat zu dumm ist und gefailt hat. Das hier ist die Hülle. Das ist Plastik, ja. Ja, das ist jetzt leider schon ab, aber das ist ja nicht so schlimm. Stellt euch das einfach so hier drüber vor und jetzt kommt es auch gleich mal hier raus. Einen Moment. So. Das ist die, Moment, hier so, muss ich mal kurz ein bisschen hinfuschen. Die Assassin's Creed, so, die Assassin's Creed Ezio Trilogie. Letztes Mal habe ich es auch immer falsch ausgesprochen, deswegen ist es gut, dass es jetzt so ist. Ja. So, jetzt machen wir das mal kurz auf. So, schön, hier, weg. Ja, enthalten ist eben hier, wie man sieht, drei Spiele. Assassin's Creed 2, einmal Assassin's Creed Brotherhood und noch Revelations, also der neueste Teil. Der erste Teil ist nicht enthalten, den habe ich allerdings auch schon. Das ist hier aber nur in so einer komischen Ranz-Edition, die bei meiner Grafikkarte dabei war. Also hier so ohne Key, ohne alles. Also man braucht auch keinen Key für den ersten Teil. So, ne? So ist es nicht. Schon eine Vollversion, aber es geht nicht rein. Eben schon ziemlich ranzig, möchte ich sagen. Aber hier mal nur zum Zeigen. Ja, die Hülle ist jetzt schon ab. Glücklicherweise. Ja, so sieht die Rückseite hier aus. Hier Assassin's Creed 2, Brotherhood und Revelations. Hat übrigens 49,99 beim großen Elektronikladen gekostet, der rot ist. Ja, boah, das ist übrigens an der Kamera, das habe ich glaube ich noch gar nicht gesagt. Ja, hallo. Genau, deswegen, ne, nur so zur Info. So sieht es hier von der einen Seite aus, so von der anderen. Hier sieht man schon irgendwas aus Stil. Ne? Und ja, was wollte ich noch sagen? Ja. Daneben habe ich Revelations an sich nur gesehen. Das hat dann 2 Euro weniger gekostet. Und hier ist ja auch Revelations dabei, also ziemlich sinnfrei, ehrlich gesagt. Und hier hat man noch Bam! Ein schönes Steelbook von Assassin's Creed. So ist es eigentlich richtig rum. Jetzt sind schon Fingerabdrücke drauf, alles nur wegen Baller. So. Ja, ein richtig saftiges Steelbook, das glänzt auch so ein bisschen hier, so sieht man es vielleicht so. Also es ist richtig schön glatt hier, die andere Seite. Richtig, also eine richtig feine Sache, sieht richtig gut aus, auch im Regal. Und ihr wisst ja, ich mag es, wenn es schön ist, hier nochmal Assassin's Creed, so. Wenn ich überhaupt eine Hülle habe und hier noch so ein richtig schönes Steelbook, also da geht einem schon richtig das Herz auf. Hier gucken wir mal rein, so, das hier ist das Innere. Hier, das ist einfach nur so ein Zettel. Für die Ezio-Trilogie. Auf der Rückseite sind die 3 Codes, das weiß ich jetzt schon zum Glück, das zeige ich nicht. Sonst ist hier kein Handbuch oder Booklet oder sowas in der Art dabei, sondern einfach nur die Discs. Hier Assassin's Creed einmal, Assassin's Creed 2, Assassin's Creed Brotherhood, also der dritte Teil und der vierte Teil. Also hier so, nehmt mal kurz raus. Hier Assassin's Creed Revelations. Hat an der PS3-Edition auch so eine richtig geile, schöne schwarze Hülle. Das sieht richtig gut aus, aber ja. Und da kann man sich eben hier noch, hier ist dann eben noch Assassin's Creed, der erste Teil. So, einmal in die Kamera. Gut, das war's dann eigentlich auch schon wieder. Hier eben das Steelbook. Ich glaube sogar, das ist hier. Hier steht Steelbook drin, oder, Bodder? Steht hier Steelbook drin? Ja, da steht auf jeden Fall Steelbook. Das sieht man aber ziemlich schlecht auf der Kamera. Ja, halb so wild. Ja, das ist übrigens dann von der gleichen Firma, von dem das Battlefield 3 Steelbook auch ist. Da steht das zumindest auch so drin, wenn ich mich recht erinnere. Ist auch scheißegal eigentlich. Auf jeden Fall hier so ein richtig schönes Steelbook, das ist echt was fürs Regal, da mit diesen Pappdings hier drüber, wo man das dann schön hier reintun kann. Und das war's dann auch schon wieder mit dem Unboxing zur Assassin's Creed Ezio Trilogie, natürlich von Ubisoft für den PC, ne? Und sonst wären ja auch keine Codes dabei gewesen, glaube ich, weiß ich nicht. Nur bei neueren Teilen. Auf jeden Fall war es das mit diesem Unboxing. Abonnieren würde uns natürlich sehr freuen. Natürlich auch, das hier kann ich auch mal hier hinlegen, das sieht dann gut aus. Gehört zwar nicht dazu, aber egal. Bewerten würde uns auch sehr freuen, wenn ihr es positiv bewertet. Also bewerten nicht vergessen. Und abonnieren auch natürlich. Und dann war es das mit diesem Video. Schaltet dann immer ein, ne? Alles was geht. Und dann ciao. Ciao.